Herzlich willkommen zu den Teams-Updates im Ostermonat April. Und Microsoft hat uns diesen Monat unheimlich viele gewichtige Updates ins Osternest gelegt. Wir haben heute mit dabei ein brandneues Teams. Wir haben einen Copilot, ein ChatGPT für Teams und Konsorten. Und wir haben einen weiteren Schritt ins Metaverse mit dem Gepäck. Legen wir los. Wir steigen steil ein bei Update Nummer 1 und nehmen das erste Osterei hervor. Es kommt ein neues Teams auf uns zu. Microsoft hat das angekündigt und so und uns auch zur Verfügung gestellt in der öffentlichen Vorschau. Ein neu entwickeltes Teams, das ist quasi das, was wir installiert haben auf unserem Arbeitsgerät, auf unserem Computer. Und das verspricht doch drei wesentliche Dinge. Nummer eins, es soll wesentlich schneller sein und wesentlich ressourcenoptimierter sein. Ich nutze es schon in der Praxis seit jetzt doch geraumer Zeit. Und habe entdeckt, dass es in der Tat gewisse Schnelligkeitsvorteile hat. Speziell gefällt mir natürlich, dass man sehr viel schneller in Online-Meetings drin ist. Man muss nicht mehr so lange warten. Die Antwortzeit ist generell etwas schneller. Ja, und insbesondere für Leute, die nicht so schnelle Arbeitsgeräte haben, wird das doch merklich sein. Dann, das ist mein persönliches Highlight, es gibt große Verbesserungen in der firmenübergreifenden Arbeit. Also wenn ich quasi eingeladen bin bei einem anderen Unternehmen und quasi in eine neue Umgebung, in einen anderen Tenant einsteige, das ist wesentlich besser gelöst. Heute eine Achillesferse, heute nicht so schön gemacht. Ich muss immer meinen Tenant wechseln, ich werde aus dem Online-Meeting rausgeschmissen, ich verpasse oft Notifikationen und Dinge, die da im anderen Umfeld passieren und so weiter und so fort. Jetzt ist das viel integrierter. Ich sehe auf einen Blick, wenn mich jemand auf einer anderen Umgebung sucht, wenn ich jemanden anschreibt und so weiter, diese Notifikationen sind viel schöner dargestellt, integrierter und der Wechsel zwischen den Umfeldern ist sehr, sehr viel schneller. Das ist echt eine Verbesserung. Und drittens gibt es viele kleine Verbesserungen unter der Haube. Dinge wie schönere Darstellungen, alles etwas moderner, heller und so weiter. Aber auch eine veränderte Darstellung der Beiträge in den Kanälen. Also sie drehen da quasi das Ganze um. Das Neueste ist nicht mehr zu unterst, sondern zu oberst die neuesten Beiträge. Solche Dinge, kleinere Feinheiten, die verbessert werden, sind auch ganz annehmbar. Gut, jetzt, was empfehlen wir? Das ist in der Public Preview, das ist noch nicht da, das ist noch nicht auf all unseren Geräten, aber ich empfehle euch dringend, dass ihr das allen euren Champions, euren ausgewählten Profis im Unternehmen mal zur Verfügung stellt, dass die diese Möglichkeit haben, vom normalen Teams ins neue Teams zu wechseln, sodass die Erfahrungen schon mal gesammelt werden können, dass wir dann bereit sind, sobald das Ding live ist. Und typischerweise geht das ja nicht so lange, bis das passiert, weil es jetzt schon im Public Preview ist. Das ist sicher eines. Und Nummer zwei empfehle ich euch, an unseren Online-Event zu kommen. Wir, das ist Olivia und ich, werden unsere Erkenntnisse echt zeigen und da etwas in die Tiefe gehen, damit ihr einen perfekten Brush-up habt. Ich verlinke euch den Link zu diesem Event hier unten. Update Nummer 2 betrifft zwei kleinere Online-Meeting-Updates. Und zwar betrifft das das virtuelle Handerheben, immer populärer die Funktion, dass man als Meeting-Host quasi sagt, bitte erhebt mal eure virtuelle Hand, dann kann man da in der Leiste seine virtuelle Hand heben und das sieht man dann sehr prominent. Auch genutzt, um zum Beispiel jemanden zu Wort zu kommen lassen, der irgendwie die ganze Zeit den Einstieg sucht, aber nie gehört wird. Also diese virtuelle Hand ist schon ziemlich verbreitet mittlerweile. Jetzt kommt eine kleine Funktion, die ist irgendwann entdeckt, dass die Hand immer noch gehoben ist, obwohl diese Person schon lange zu Wort gekommen ist. Und dann kommt eine kleine Notifikation für diese Person. Willst du deine Hand nicht lieber wieder senken, damit du quasi wieder wie frisch starten kannst? Gute Sache, kleine Sache, nützlich. Und die zweite nützliche Funktion betrifft Meetingräume, die eine eigene Soundinstallation haben, die eigene Mikrofone quasi haben wie das da. Dann hat man nämlich sehr oft das Problem, dass man selbst ins Online-Meeting einsteigt mit seinem Computer und dann das Mikrofon offen hat und dann gibt es diese Rückkopplung, dieses Hallen und das wird immer lauter, lauter und lauter wird und alle bekommen einen kleinen Hörschaden. Das wird jetzt neu entdeckt von Teams. Und sofort, wenn das entdeckt wird, wird das Mikrofon von meinem Gerät, das das verursacht, deaktiviert, auf Mute geschaltet. Eine echt, echt nützliche Neuerung, insbesondere für Leute, die viel in Hybrid-Meetings sind.
Update Nummer 3 ist für die interessant, die viele Mitarbeitenden haben, die eben nicht den ganzen Tag am Arbeitsplatz sitzen, nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Das sind Leute, die typischerweise an der Maschine arbeiten, das sind Leute, die an einem Verkaufsort arbeiten, ja, und die sind meistens dann eben nur mit dem Handy unterwegs. Und diese Menschen will man typischerweise eben in der modernen Welt auch einbinden in den Informationsfluss, den Teams und SharePoint oder das Intranet eben auch bietet. Und jetzt kommen diese Menschen in den Genuss, direkt angebunden zu sein an die Unternehmensneuigkeiten, sehr viel einfacher. Und wichtig dabei ist eben, dass die mit einer tieferen Lizenz einsteigen können, mit der F-Lizenz, und das jetzt einfach sehr viel schöner machbar ist. Glaubt mir, es gibt viele Unternehmen, die darauf gewartet haben. Lieber Renato, ich denke ganz speziell an dich. In deinem Projekt werden wir das ziemlich sicher einsetzen. Update Nummer 4 betrifft alle Teams-Telefonie-Benutzer. Das sind die, die auch ihre Festnetztelefone über Teams empfangen und über Teams Anrufe tätigen. Das sind ja immer mehr, weil das eine wirklich sinnvolle Sache ist. Aber es gab ein kleines Problem. Man konnte als Benutzer nicht selbst entscheiden, was passiert, wenn mich jemand anruft und ich gleichzeitig besetzt bin, zum Beispiel an einem Online-Meeting oder an einem anderen Telefon. Das ist jetzt Vergangenheit. Es kommt eine neue Funktion, die es uns in den Einstellungen erlaubt, zu entscheiden, selbst zu entscheiden, individuell zu entscheiden, was mit besetzten Anrufen passiert. Ich kann zum Beispiel entscheiden, dass ein Besetzton kommt. Ich kann entscheiden, dass ich das jemandem weiterleiten will. Oder ich kann auch entscheiden, dass es trotzdem klingelt und ich flexibel die Anrufe wechseln kann. Eine wichtige Funktion, glaubt mir, denn viele Teams-Telefoniekunden haben das schmerzlich vermisst. Update Nummer 5 ist ein Blick in die Zukunft. Teams geht einen weiteren Schritt Richtung Metaverse. Darum habe ich jetzt mein Lieblings-Ei rausgenommen. Das ist ein Spezialthema für mich. Ich habe auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch das hier oben, wenn ihr da etwas Vertiefung wünscht. Gut, was ist passiert? In der Public Preview, also auch erst zur Voransicht, ist jetzt dieses Avatar-Feature verfügbar. Das Avatar-Feature ist grundsätzlich folgendes: Man kann sich selber einen Avatar zusammenstellen. Ich kann die Haare wählen, ich kann die Hauptfarbe wählen, die Augenfarbe etc. pp. Kann mir also ein digitales Ich erstellen und kann dann bei angeschalteter Kamera im Online-Meeting anstatt mich in echt den Avatar darstellen. Und wenn ich dann eine Gestik mache, also lache, lacht er auch. Oder wenn ich die Hand hebe und ein bisschen winke, macht er da auch diese Gestiken und so weiter und so fort. Man fragt sich jetzt natürlich, ja, was soll das denn? Was bringt das denn? Microsoft preist das an, dass Leute, die viel in Online-Meetings sind, dann videomüde werden und so quasi diesen Avatar darstellen können und diese Müdigkeit verbergen können. Das ist ein Aspekt. Ich persönlich, naja, bin da eher etwas skeptisch. Ich denke, ich habe viel, viel, viel lieber mit dem echten Bild des Gegenübers zu tun als mit dem Avatar. Aber ich bin immer noch glücklicher, wenn ich den Avatar sehe von dieser Person, als wenn ich gar kein Bild habe. Also insofern vielleicht eine kleine Verbesserung. Aber was ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, das ist ein weiterer Schritt von Microsoft in Richtung Metaverse, ist ein Vorbereitungsschritt, dass wir dann da in einem virtuellen, digitalen Raum miteinander zusammenarbeiten. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, und Champions oder Leute, die das wirklich interessiert, die halten das gut auf dem Radar und werden sicher das eine oder andere Mal einen Avatar kreieren, um Erfahrungen damit zu sammeln. Update Nummer 6 ist der ganz große Hase in unserem Osternest. Es geht um Copilot. Es geht faktisch um die künstliche Intelligenz, die angekündigt wurde, relativ pompös von Microsoft. In Zukunft ist es für uns möglich, dass wir in Teams, in Word, in Excel, in PowerPoint und so weiter die Möglichkeit haben, Chat-GPT-Funktionalität zu nutzen. Ich kann also zum Beispiel in einem Excel-Sheet sagen, bitte fasse mir mal diese Daten mit den Kernaussagen zusammen oder ähnliche sehr anspruchsvolle Aufgaben dem Co-Piloten, also meinem Mitflieger, übermitteln, und der macht dann für uns diese Arbeit im Nu. So wie wir das von Chat-GPT gewöhnt sind, einfach integriert in die Teams und Office-Welt. Ich glaube, ein rechter Meilenstein, diese künstliche Intelligenz, ist doch in aller Munde und unglaublich heiß momentan. Und jetzt wird Microsoft diese Technologie in Teams und Co. bringen. Echt spannend, möglicherweise wirklich wichtig für die Zukunft. Ist noch nicht gerade hier, ist in Entwicklung und wird wahrscheinlich bald aufgeschaltet. Aber wichtig zu wissen,
dass das kommt für alle unsere Champions und Führungskräfte, die Teams einfach schätzen. Ich finde, diese Osternews hatten es in sich. Ziemliche Dichte an aktuellen Updates, aber auch an zukunftsträchtigen Updates. Ich bin gespannt, was euch am besten gefallen hat. Hinterlasst mir doch einen Kommentar und abonniert diesen Kanal, um auch im Mai wieder mit dabei zu sein.